In diesem Video müsst ihr euch auf die Barrierefreiheit-Einstellung von Watch Dogs Legion eingehen. Aber mehr dazu nach dem Intro. Gaming mit Handicap. Das Nummer 1 Info bezahlt für barrierefreies Gaming. Sobald man auf neues Spiel klickt, hat man die Möglichkeit, Schwierigkeitsgrad anzupassen. Und es gibt einen dauerhaften Toten-Modus. Das heißt, wenn ein Charakter einmal stirbt, ist er dauerhaft aus. Den Untertitelmodus gibt es Dialog, alle Untertitel und aus. Dann gibt es Untertitel für Ereignisse. Steht da und blendet Untertitel für Ereignisse. Also da reden Explosionen und so weiter. Das kann man an- und ausschalten. Dann Untertitel Hintergrund gibt es durchsichtig, schwarz und aus. So, dann gibt es Untertitel Shiftgröße. Die kann man von 100 bis 150% einstellen. Bei Untertitel Breite gibt es kurz und normal. Bei Untertitel Farbe weiß. Rot, Gelb, Grün, Blau, Siehst. Ja, da kann man sich Namen in Untertiteln, in den Untertiteln anzeigen lassen. Wenn man im Hauptmenü ist, gibt es Tutorials. Und Tutorials gibt es in Navigation und Fahren, Hacken, Menüs, Fortschritt, Welt und Aktivitäten, Fraktionen und Kämpfe. Das sieht da so aus, man hat immer Bilder und Text dazu. Unter den Barrierefreiheit-Einstellungen gibt es Menü, Sprachwiedergabe, das heißt alles wird vorgelesen. Dann Farbenblindheitsmodus, Rotblindheit, Grünblindheit und Blaublindheit und das. Zielerfassung ist cool, dass es auch mit der Maus funktioniert. Da gibt es einfach der Rätsel, da kann Kameraeffekte außen anmachen. Ich denke mal, das wird für Epileptiker gedacht. Textchat zur Sprache, dann gibt es Chat-Sprachausgabe, Sprachausgabe Lautstärke geht von 100 bis 0 und dann gibt es noch hier weiblich oder männlich und dann männlich, dann geht es jetzt mal rein. Menüsprachwiedergabe. Ja, perfekt. Menüsprachwiedergabe. Ja, so kann man es testen. Dann gibt es Sprachausgabe Rat, also wie schnell die redet, schnell, langsam. Normal, als Fadenkreuzstieler gibt es Kreuz, Punkt, Weiß und Reflexvisier. Als Fadenkreuzfarben gibt es Weiß, Gelb, Grün, Hellblau, Blau, Violett und Pink und Schwarz. Als Gegner Fadenkreuzfarbe Rot, Gelb, Grün, Hellblau, Blau, Violett und Pink, Schwarz. Und hier kann man auch die Größe einstellen, von 100 bis 150%. Hacking Fadenkreuz, Hacking Fadenkreuzfarbe, kann man wieder weiß, gelb, grün, hellblau, blau, violett, pink, schwarz. So, dann gibt es ja noch Hacking Fadenkreuzgröße, geht auch von 100 bis 150%. Und zur Gameplay kann man den Kanalkampfmodus drücken und halten, Kürzermodus genau drücken und halten, Hacking-Modus umschalten, halten. Dann kann man gehen und sprinten umschalten und das Zielen und das Waffenrad. Nutzungsrat. Wenn er ein Zombie-Eizwecker besitzt, kann man den hier auch verwenden. Zwar kann man dann hier hacken und zielen. Und Zielerfassung, wenn man dem einfach dahin schaut. Nahkampf, Verblick, Auswahlräder, Menü-Navigation. So, und jetzt gehen wir mal kurz ins Spiel. Da müsst ihr nämlich zeigen, dass es eine Fahrhilfe gibt, indem man jetzt hier einen Wegpunkt markiert auf der Karte, dann rausgeht und jetzt Y drückt. Und dann fährt das Auto jetzt selbstständig zum Zielort. Das Coole ist, dass er an Ampeln stehen bleibt, an Fußgängern und auch bei Autos. Also er fährt nirgendwo einfach gegen. Das Ganze funktioniert auch ohne Wegpunkt. Allerdings fährt das Auto dann einfach random durch die Stadt. Ja, schade, dass es kein Tesla Model S oder so gibt. Wäre schon nice. Ja, nun müsste es noch auf die Boxkämpfer eingehen. Ja, das ist ganz einfach, man muss eine Mischung lassen. Ja, so ist es, wenn ich eine Boxen ist. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich fand die Boxkämpfe nicht so schwer. Man muss halt zur richtigen Zeit Leertaste drücken, um den Schlag des Gegners abzuwehren und zu kontern. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns selber einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder ein Abo freuen. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren.